Ausverkauft bei Schalke 04, das Champions League Update und Barca soll an Havertz dran sein. Was ich dir sage ist, mein Name ist Nico. Los geht's! Bei Schalkes letzten Gruppenspiel in der Champions League, einem Last-Minute-Sieg gegen Lokomotive Moskau, kam es zu emotionalen Szenen, denn Benedikt Höwedes, der inzwischen ja bei Lokomotive Moskau unter Vertrag steht, wurde offiziell verabschiedet und sagte danach selbst, das war schon sehr, sehr traurig, dass er vermutlich jetzt das letzte Mal in der Arena gespielt hat. Erstmal Chapeau an alle Schalke-Fans, die ihm wirklich einen großartigen Abschied beschert haben. Und an dieser Stelle nochmal von mir, ich bin nicht zufrieden damit, wie der Junge abserviert worden ist. Finde ich einfach extrem uncool. Aber ey, bei Schalke ist er mit dem Rasieren noch lange nicht fertig, denn aufgrund der sportlichen Misere hat der Aufsichtsrat, warum auch immer die Boys das gemacht haben, entschieden, dass 5 Spieler abgegeben werden sollen. Di Santo, Colo Bianca, Omar Mascarell, Johannes Geis, ja, der steht unter Vertrag, und Breel Donald Embolo stehen wohl schon im Winter zum Verkauf. An dieser Stelle ganz, ganz kurz, ich verstehe es bei den meisten. Ich finde es zwar nicht richtig, dass Johannes Geis überhaupt keine Chance bekommt, obwohl es im Mittelfeld bei Schalke durchaus Baustellen gibt, und dass Breel Donald Embolo, der 21 Jahre alt ist, unfassbares Verletzungspech hatte, aber unbestritten großes Potenzial hat, jetzt abgegeben werden soll, ist für mich absolut hirnrissig. Ernsthaft. Finde ich komplett schwachsinnig, aber wer bin ich, das zu entscheiden? Und Clemens Tönnies hatte ja zuletzt gesagt, dass Schalke sich damit beschäftigen sollte, einen weiteren Kaderplaner einzustellen, was natürlich ganz direkt ein Angriff gegen Christian Heidel ist, denn der macht das nun mal hauptberuflich. Ja, dieses Gerücht wird zumindest von Christian Heidel verständlicherweise erstmal in den Bereich der Fabeln verwiesen. Bei uns braucht sich niemand bewerben, sagt der 55-Jährige dem Kicker. Da steht kein Bedarf, Punkt. Es ist überflüssig, über so etwas öffentlich zu diskutieren. Wir sind eigentlich alle davon ausgegangen, dass diese Zeiten in der Vergangenheit liegen. Ja, Freunde, aber Schalke wäre nicht Schalke, wenn da wenigstens nicht ein bisschen Chaos wäre, okay? Mann, wir haben doch niemanden mehr. Klar, die Bayern machen jetzt ein bisschen Ärger, aber Hamburg ist weg. Wir brauchen euch, Schalke 04. Irgendjemand muss der Klassenclown sein, okay? Tut mir leid. Okay, Freunde, jetzt machen wir ein richtig, richtig schnelles Champions League Update, okay? Dortmund gewinnt 2:0 Monaco, ist Gruppensieger. PSG, dank Cavani und Neymar, auch Gruppensieger. Neymar ist nun mit 32 Toren in der Champions League der beste brasilianische Torschütze in diesem Wettbewerb. Außerdem zittert sich Tottenham in Barcelona weiter. Das wird Matt vom englischen Kanal freuen. Und Liverpool hat es auch geschafft. Wirklich allerletzte Minute, Alisson Becker mit der Riesenparade und man ist durch. Und Jürgen Klopp sagt danach, ich weiß nicht, ob irgendein Trainer jemals so stolz war wie ich gerade. Jürgen, da kann ich helfen. Doch, garantiert, 100%, sicherlich, gar keine Diskussion. Mann, jeder Trainer auf der Welt, die sind einfach nur aus der Gruppenphase weit rausgekommen. Die sind Champions League-Finalist vom letzten Jahr. Und jetzt ist er so stolz wie noch nie zuvor. Ist mit Dortmund zweimal Meister geworden, den Pokal gewonnen, aber noch nie so stolz. So, Freunde, aber nochmal ganz, ganz kurz zurück zum BVB. Da wissen wir, dass Julian Weigl, der gestern gespielt hat, und Christian Pulisic, ich sag's immer noch richtig, auf der Verkaufsliste stehen. Allerdings nicht schon im Winter. Das wurde nochmal ganz, ganz deutlich gesagt, man will beide Spieler nicht im Winter abgeben, obwohl für Pulisic schon ein Angebot von Chelsea vorlag. Grund dafür ist natürlich, der BVB ist nicht bereit, seinen Kader grundlos auszudünnen, wenn die Chance auf die Meisterschaft so groß ist wie, ja, seit Jahren nicht. Auf der anderen Seite hat man doch mit Rafael Guerreiro jetzt einen neuen Flügelspieler, denn sobald der im linken Mittelfeld spielt, trifft er. 4 Tore in 4 Spielen in der Champions League. Tatsächlich gab es nur 2 Spieler, die in derselben Anzahl Spielen mehr getroffen haben. Edin Dzeko vom AS Rom 5-mal und ein gewisser Leo Messi. Vor dem schicksalsträchtigen Euroleague-Spiel gegen Trondheim gibt es aus Leipzig Transfergerüchte. Der FC Everton soll großes Interesse an Jean-Kevin Augustin haben. Der Mittelstürmer kam für 16 Millionen im letzten Sommer und man hofft jetzt, dass man etwas mehr als die 16 Millionen Euro erlösen kann. Und Freunde, ich sage euch eine Sache. Ich lach mich tot, wenn der jetzt irgendwie für 16 Millionen geht. Aus 2 Gründen. Erstens, der Marktwert ist höher. Zweitens, die Premier League hat mehr Geld. Und drittens, mir fällt noch ein dritter Grund ein, weil man seit Monaten Ademola Lookman von Everton haben will. Das ist doch der größte Trumpf, den man jemals in der Verhandlung mit Everton hatte. Wenn man es jetzt nicht schafft, da irgendwie Kapital rauszuschlagen, dann, keine Ahnung, dann muss der Manager Ralf Rangnick gefeuert werden. Allerdings schwierig, denn wenn man aus der Euroleague ausscheidet, muss vielleicht auch schon der Trainer Ralf Rangnick gefeuert werden. Und dann wird es sogar für Ralf Rangnick irgendwann dünn in Leipzig. Kai Havertz, ja.
Wie wir alle, glaube ich, richtig prognostiziert haben, ist er einer der Shootingstars dieser Bundesliga-Saison. Und er sagte vor kurzem selbst, es ist klar, dass man irgendwann den nächsten Schritt machen muss. Und der könnte schon im nächsten Sommer kommen, wenn es Leverkusen nicht schafft, sich fürs europäische Geschäft zu qualifizieren. Simon Rolfe ist der Sportdirektor von Leverkusen, sagte selbst, es ist klar, dass es für uns alle sehr, sehr wichtig ist, dass wir international spielen. Ja. Und die Interessenten an Kai Havertz sind, kann man, glaube ich, als namenhaft bezeichnen. Allen voran der FC Barcelona, Manchester City, Paris Saint-Germain, Real Madrid und weitere internationale Topclubs. Bisher gab es kein offizielles Angebot für Kai Havertz, aber alle Vereine sollen im Kontakt mit seinem Berater stehen. Und wenn Kai Havertz dann im nächsten Sommer gehen würde, dann würde das bedeuten, dass er 6 Tage vor seinem 20. Geburtstag transferiert wird, was wiederum bedeutet, dass er noch unter Teenager Transfers fallen würde und dann wäre er relativ sicher einer der 3, 4 teuersten Teenager aller Zeiten sein, vielleicht sogar der 2 teuerste nach Kylian Mbappé. Franck Ribéry hat sich ganz offensichtlich noch nicht ganz damit abgefunden, dass der FC Bayern seinen Vertrag nicht verlängern will. Braco Salihamidžić, Bayern Sportdirektor, hatte ja letzte Woche nochmal bestätigt, ja, im Sommer ist ziemlich sicher Schluss für Franck Ribéry beim FC Bayern München. Darauf angesprochen, sagte Franck Ribéry jetzt, schauen wir mal. Ja, naja, also eigentlich ist da nicht so richtig viel mit schauen wir mal, wenn der Sportdirektor, der verantwortlich für Verträge ist, sagt, nee, wir verlängern ihn nicht. Aber beim FC Bayern und Hasan Salihamidžić weiß man ja nicht so richtig, in wessen Aufgabenbereich das am Ende fällt. Also vielleicht darf ja auch Franck Ribéry das selbst entscheiden. Schreibt den Vertrag einfach selbst oder schreibt selbst als Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Man weiß ja nicht mehr bei Bayern 2018. Es ist mir ein Rätsel, Freunde. Und das war's für heute. Hier findet ihr die Top 10 vom Wochenende. Hier findet ihr zum FC Bayern das XXL Q&A von letzter Woche. Heute kommt dann wirklich das Dortmund Q&A. Entschuldigt bitte die Verspätung. Es kommt gleich, okay? Alex sitzt dran und schneidet. Das war's für heute. Auf Wiedersehen.